Ahoi Stormchaserinnen und Stormchaser und herzlich willkommen, liebe Tetrapackies, zurück zu Life is Strange. Ich würde sagen, genau, wir fahren direkt mal ganz schnell fort, springen hinein. Ach richtig, jetzt kommen wir da wieder aus dem Wohnheim heraus. Da hatten wir das letzte Mal aufgehört, jawohl. Sollen wir nochmal zu Samuel gehen? Ist hier noch irgendwas zum Untersuchen? Denn ihr wisst ja, und ich bleibe dieser Linie treu, wir schauen uns alles an. Okay, gut zu wissen. Schau mir alles an, nehme für alles Zeit. Das Leben ist hektisch genug. Wir sind hier für ein bisschen Entschleunigung. So. Vogel. The birds are flocking around Samuel. Aha. Und ein Foto möchtest du nicht machen? Na gut. Ja, aber das können wir ja eigentlich dann auch. There's Samuel, up early. Ja. Already couldn't. Hey Samuel, you're up early. Aha, aha. Hello, young Max. I do love the early morning. Everything is. Ja gut, das. Ja gut, jetzt können wir es natürlich nicht überspringen. Aber das kennen wir ja. Das können wir eigentlich, oder? That's one thing I truly love about Arcadia Bay. It's all those cool animals in the forest. Mm-hmm. The squirrels always come in the morning for food. Ja, wir haben auch schon eins fotografiert. What animals do you see in the forest? Bambi. Genau. Don't laugh, but I saw a doe that seemed to be looking right at me. Und wir wunderten uns, ob es Rachel Amber was gewesen ist. Wer weiß? Nothing weird there except you saw yours. Could be a sign about your destiny. What do I know? My spirit animal is a squirrel. Ah, ja. So, what did you think about that freak snow shower yesterday? Another message from the earth to get our shit together. I will say that Samuel hasn't seen anything like that before. I so don't want to get in the way of your morning ritual. Genau, bis später. Jo, ciao. Of course you will. So. Alles klar, gut, das hatten wir ja auch schon abgefrühstückt. Das mit dem Schnee, ja, ich glaube, das ist tatsächlich ein Phänomen vor großen Stürmen, dass es sowas geben kann. Ich meine, ich hätte das schon mal gelesen. So, und jetzt schauen wir mal, was Warren wohl. Oh Gott, der Ärmste, der musste so für uns einstecken. Achso, das war diese. Dies ist Nathans Vater, ja genau, der uns da bedroht. Der kann uns mal am der kann uns mal gerne haben. Max, get over here. Yo, yo, Warren, what's up, what's up? Hey, hey, wie siehst du aus? Warren is out and about already too. Looks like he's waiting for somebody. Ja, wahrscheinlich auf dich, Max. Warren, what are you doing here? Well, nothing. Waiting for a call? I mean, I already took the call. Mm-hmm. Anyway, I wanted to rap about that action yesterday. Danke. Ja, erstmal heißt es Danke sagen. Ich glaube, das ist wohl das Allerwichtigste. By the way, thank you for stepping in. You were pretty badass, Warren. Yep. I owe you. Oh, yes, you do. I got knocked on my ass by that dick. I'm some personal superhero. Mm-hmm. You're a real everyday hero. You stood up to a bully and it was awesome. Even though you left me with said bully and ran off with that girl, she's pretty punk rock. How do you know her? Hmm. An old friend. Genau, Chloe Price. We haven't seen each other in a while. I bet you were glad to see her blast up in that truck like a rock star. Which begs the question, why is Nathan Prescott getting psycho on you? Ja. Halten wir ihn da raus? Eigentlich bin ich ja der Meinung, es ist nicht verkehrt, wenn wir viele Leute auf unserer Seite haben. Die Frage ist natürlich auch, obwohl er ist Wissenschaftler, naja, mal gucken. Wir sagen ihm die Wahrheit. I'll give you the story later. Principal Wells is taking care of it now, I hope. Weird fucking week. Like that bizarro snowfall yesterday? Mm-hmm. Speaking of dystopia, that drive-in is having a 70s Planet of the Apes marathon. Let's go ape!
Ja, komm, ein bisschen Spaß brauchst du auch, Max, oder? Komm, wir gehen dahin, Max. Komm, Schatz. Okay. Yes, that's exactly what I need. I love those old school ape films. Well, that was easier than I thought. Cool, I'll text you the info. Okay, Warren. Okay, das gab wieder einen Schmetterling. Haben wir hier eigentlich noch irgendwas? Ah. So, okay. Wo wollten wir eigentlich... Oh, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich, Ach, herrje. Oh mein Gott. Wir haben mittlerweile so viele... Oh, Mama hat noch eine neue. Die lässt sie vielleicht... Also, das hatten wir auch alles schon. Aber hier. Genau. Ja, das ist hier, glaube ich, die gesamte Geschichte. Genau, ich wachte als eine andere Person auch. Auch wenn es noch keiner weiß, nach den Enthüllungen zu meiner Kraft gestern und der Rettung von Chloes Leben, neben anderem irren Scheiß, wie Victoria es ausdrücken würde, in Blackwell, muss ich annehmen, dass jetzt alles anders ist. Und ich dachte, der Welt meine Fotos zu zeigen, würde hart werden. Ja, nachdem Chloe mich gestern am Wohnheim absetzte, versuchte ich mehr über den außergewöhnlichen Schneefall am Leuchtturm zu erfahren. Aber die örtlichen Meteorologen sind ahnungslos. Ich war so aufgedreht, dass ich die ganze Nacht Zeit und Quantenphysik recherchierte. Mhm. Da ich nicht Warren bin, war ich nach meiner Recherche noch ahnungsloser als vorher. Ich glaube nicht, dass meine Tornado-Vision und der Schneefall verbunden sind. Aber ich habe gerade keinen Plan, was ich glauben soll. Ich bin froh, dass Chloe und ich wieder ein Team sind. Muss Schicksal sein. Jetzt muss ich duschen und mich fürs Frühstück mit Chloe fertig machen. Das habe ich echt nötig. Ich traf Kate im Duschraum und sie wollte Familientreffen zurück. Ich liebe dieses Buch und muss es mir selbst kaufen. Natürlich stürmten Victoria und Taylor den Duschraum und hackten wegen dem Video auf der armen Kate rum. Und wie richtige Biester schrieben sie den Link zum Video auf den Spiegel. Ich verstehe nicht, wie sie damit durchkommen. Victoria hat alles. Was hat sie davon, Kate Marsh zu mobben? Wir alle sollten erwachsen sein, aber es ist eher wie Battle Royale, nur ohne Dystopie und explodierende Köpfe. Nur Victoria kann dafür sorgen, dass ich mich unter der Dusche dreckig fühle. Das Mysterium vertieft sich und es gibt kein Entkommen. Nachdem ich Victoria und Taylor auf Kate rumhacken hörte, ging ich in mein Zimmer und fand diese gruselige Fotomontage. Nur Nathan ist so gestört. Der Gedanke, dass Nathan hier war, um das zu arrangieren, ist echt übel. Ich muss hier besser auf mich aufpassen. Ein Überwachungssystem scheint mir jetzt weniger abwegig. Und noch mehr Drama. Ich erhielt eine bedrohliche Nachricht von einer unbekannten Nummer. Nathan? Victoria? Kein Plan. Ich muss echt Augen im Hinterkopf haben. Ich musste noch Kates Buch zurückbringen, also ging ich in ihr Zimmer. Ich wusste, es geht ihr nicht gut, aber nicht, dass es so schlimm ist. Alle Lichter aus, Jalousien unten, die totale Emo-Goth-Höhle. Und Kate ist das Gegenteil von Emo und Goth. Sie weinte nur im Dunkeln und es war traurig, sie so zu sehen. Noch trauriger war mein Wunsch, ein Foto von ihrem Leid zu machen. Kate gestand, dass mit ihr wohl mehr geschehen war als nur ein Video. Sie sagte mir, dass Nathan Prescott sie von der Party in die Notaufnahme fahren wollte. Und sie glaubt, er hat ihr etwas angetan. Aber sie kann sich nicht erinnern. Es ist schwer zu glauben, dass Kate nicht wusste, was für ein Mensch sie ist oder Nathan. Ich habe selbst gesehen, wozu der Wichser fähig ist. Natürlich fragte Kate, ob sie zur Polizei und zum Direktor gehen solle. Ich kam mir super mies vor, aber ich sagte Kate, sie soll keinem was sagen, bis sie Beweise hat, dass ihr Drogen verabreicht wurde. Das Video hilft ihr kein Stück und das könnte mächtig nach hinten losgehen. Sie legt sich mit allen Prescotts an, nicht nur mit einem reichen Jungen auf Drogen. Sie mochte meine Antwort nicht, sie traut mir die Ermittlungen wohl nicht zu. Verständlich, oder? Manchmal frage ich mich, was ich eigentlich tue,
außer mir noch mehr Ärger einzuhandeln. Kate schmiss mich sogar aus ihrem Zimmer. Hallo, Heldin des Alltags. Ja, genau. Haben wir die ganze Story nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen. Und wir machen uns dann jetzt auf den Weg ins Diner, würde ich sagen. Ist aber auch schon echt heftig mit der Kate. Okay. David talking to Nathan cannot be a good thing. This has something to do with Kate. Oh ja. And Rachel. Das ist wirklich keine gute Sache, wenn die beiden miteinander reden. Warum sollten sie? Alles dahinter. Welche Geheimnisse werden wir noch erhöhen? Enthüllen. Erhüllen, ja. Rachel Amber so ähnlichen Spielen zum Opfer gefallen ist wie Kate, der Prescott damit drin steckt. Gar nicht so abwegig eigentlich, ha? Und Max, ich glaube, es ist an uns, das Ganze aufzudecken. Wir bewegen uns da auf ganz dünnem Eis mit. Es könnte auch ganz schön nach hinten losgehen. Talk about going back in time. The diner looks exactly the same. Okay, alter Mann, alte Frau. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag, sagte ich. Ich würde sie gern anschauen. I bet he's seen a lot of changes to Arcadia Bay in his life. Oh, vielleicht weiß er was über den Schnee. No time for chit-chat. I'm a millionaire. Yep. Got my lottery ticket right here. Ah, okay. Bus so I can cash it in. Yeah, Baby, du könntest mir doch ein bisschen abgeben, vielleicht so 1,50 € oder so. She looks busy and stressed. Okay, dann will sie auch nicht sprechen. Hi. You look lost. Close. Do you know if the bus has come yet? The online schedule isn't working. Hm. I just got off the school bus, but I'm sure the regular bus is coming too. Oh, that's a relief. I can't be late for this job interview. I can't believe I have to take a bus all the way to Newport just to find a second job. Are things that bad here? Where are things good? I can't even afford to live here. Good luck. Thanks, I sure need it. Gentrifizierung, ja. Das ist natürlich überall so ein Problem. Schnapp dir einen Tisch im Diner. Mama füttert dich. Das hoffe ich. Vielleicht schaffst du es zum Mittagessen. Okay. Chloe hat mal wieder Stress. Können wir hier so rübergehen oder? Vielleicht da hinten nochmal hin? I don't want to go that way. Ach Max, stell dich nicht so an. Du gehst dahin, wo ich hin will? Na gut, oder auch nicht. Max hat gewonnen.
Gehen wir mal hier Richtung Diner. Wahrscheinlich über die Straße können wir dann wahrscheinlich auch nicht, oder? Okay, ja, nee, ich hab's verstanden. Du hast doch irgendwie dein... Hey, was ist das? Das sieht ja cool aus. Save our city, ja natürlich. Da unterschreiben wir jetzt, oder... Look at all these flyers. Sieh dir all diese Flugblätter an, ja. Sad that nobody will read them. Ja, aber ich lese. Erhaltet das Herzblut von Arcadia bei, rettet die Bucht, beendet die menschengemachte Dürre in der Bucht. Ja, okay, okay, okay. Hallo? Hier Mr. Fischer. He looks like a photo of the classic Arcadia Bay crusty fisherman. Okay. Good morning. Looks like you're ready to catch some serious fish. I wish, young gal. Arcadia Bay just isn't the same fishing town I grew up in. Yeah. Has the town changed much? By Neptune's beard it has. Seems like a lifetime ago when I was king of the harbor. Hm. Hat er denn noch ein eigenes Boot? You have your own boat? I call her the Bali High. I've kept a hold of her in these lean days. Might be all the time we've got left. I thought one of Arcadia Bay's main exports was fish. Oh, the fish used to jump onto my boat until the Prescotts and their finance fiends snapped off. Prima. Natürlich, da sind sie wieder. The Prescotts have a lot of They might rename the town Prescott Bay, if that tells you much. Ja. Kennen Sie sie? Finde ich beides als sehr interessante Frage, beziehungsweise als... Aber ich frage mal, ob Sie sie kennen. Do you know them? Do good for my working kind. I know them through their bad deeds. Let's not get downcast. I hear the fish calling for Bali High. Never forget that old fishermen never die. We just smell that way. I'd love to learn more, but I have to get going. Happy fishing out there. Tja. Ja, der gute alte Fischer. Aber das ist natürlich, ja, das ist eine ganz klare Folge des Kapitalismus. Einem gehört alles, das, darauf läuft ja alles hinaus. Ah, traurig. Man, that smell of breakfast and the sound of clanging silverware makes me feel 13 again. Haben wir hier noch ein Plakat? Now that brings back memories. Chloe and I loved the parade. 25. jährlicher Halloween Bazaar. Bürgermeister Cochrane führt die Kostümparade der Kinder an. Samstag, 27. Oktober, 9.15 Uhr, Main Street, Arcadia Bay. Kürbisschnitzerei, Wettbewerb, lokale Produkte und Imbisswagen. Süßes und Saures. Oh, und Happy Halloween. Ja. Okay. Penn Estates. Ja, das sieht schon etwas teurer aus. Good Lord. Talk about apocalyptic. Prescott Development invites you to live within the forest. Genau. Willkommen in den Penn Estates. Prescott Development lädt sie ein, in den Wäldern zu leben. Erschwingliche Luxushäuser mit Blick auf Wald, Meer und Leuchtturm werden bald ihren Lebensstil verändern. Ja, und mit erschwinglich meinen sie unbezahlbar. Mhm. Ihr ihr netten, nein, ihr Prescott-Viecher. Typ, oh mein Gott, hier gibt's so viel. Oh mein Gott. Trevor? Ah. Noch ein Fischer? Kaugummi-Automat, juhu! Oh man, I bet that's the same gum from when I was here last. Ja, wahrscheinlich. Ist auch noch nie gewechselt worden. Coming up at noon, K-Bay 7 News will explore the mystery of yesterday's unusual snowfall on a warm and sunny late afternoon that confused and delighted Arcadia Bay residents. Mm-hmm. We'll be talking with Portland meteorologists in the area and look at some of your fun video reactions to the odd snow flurry.
knows? Maybe Mother Nature was pranking us all. So stay tuned to K-Bay 7 News for the real story. Okay. Okay, okay. This guy has serious cojones. Erleben Sie ein Abenteuer zu See mit Captain Cousteau. Heuern Sie den legendären Seemann für Ihre eigene Seereise an, Jack Cousteau und seine Unterwasserwelten. Wir haben ihn im Fernsehen gesehen, Sie haben über ihn in der Zeitung gelesen. Ein ortsansässiger Kapitän, Fischer und Fachmann mit 30 Jahren Erfahrung nimmt ihre Gruppe mit auf eine dreistündige Tour durch das üppige und exotische Wasserreich von Arcadia Bay. Jack wird nicht nur die Wichtigkeit unseres Meereslebens für das Ökosystem erklären, sondern ihnen auch helfen, ihren eigenen Fisch zu fangen und zuzubereiten. Tägliche und wöchentliche Exkursionspreise $75 bis $125. Für weitere Details besuchen Sie bitte unsere Website seacousteaufish.gu. Okay, cool, cool. Na gut, das werden die gleichen sein, oder? Chloe, check this out with me. Sasquatch? Nee, ne? Ausflug zum Bigfoot. Erforschen Sie die wilden Wälder Arcadia Bays mit dem angesehenen Kryptozoologen Chuck Pierce Jr., Autor von Bigfoot, Mythos oder Wissenschaft und Bigfoot, Monster oder Tier. Sprecher im Dokumentarfilm Bigfoot, ich glaube an dich. Schließen Sie jeden Samstag und Sonntag Chuck für eine halbtägige Wanderung zu den Orten an, an denen eine Sichtung des Bigfoot am wahrscheinlichsten ist. Chuck teilt sein weitläufiges Wissen von Erzählungen, Legenden und Fakten und Sie werden am Ende des Tages einen Fußabdruck des Bigfoot mit nach Hause nehmen, der in einem Gebiet erstellt wurde, das nur Chuck Pierce Jr. kennt. Natürlich. Für weitere Informationen und genaue Zeitangaben kontaktieren Sie bitte sasquatchlives@wildtracks.gu. In einem Gebiet wurde der Fußabdruck erstellt, das nur Chuck Pierce kennt. Ja, das ist in China, nämlich in einer Fabrik. Das kenne ich, dieses Gebiet, ja, ja. Alter, es ist ja echt nicht zu glauben. Mann, es gibt so viel zu entdecken hier, ihr seid doch wahnsinnig. Ups, achso. The poster doesn't mention whacked students with guns. Von irren Schülern? Ja, das stimmt schon. Blackwell Academy, internationale Kompetenz in Kunst und Wissenschaft. Seit über 100 Jahren, okay. Setzen wir unseren Rundgang hier fort. You'd never know how weird this town is by these postcards. Das stimmt. Da ist wohl was dran. I would buy a shirt, but they're so damn tourist. Ist doch egal, Chloe. Lass dich doch davon nicht so abschrecken. Gut, dann fangen wir auch mit den Ladies und Gentlemen an dieser Ecke mal an. I always wonder what people think about when they eat alone. Hello there to you. Such a beautiful day, eh? Oh yeah, it's gonna be a super day. Ja, es wird ein genialer Tag. Du bist ein bisschen strange, okay. Ich geh mal weiter. Guten Tag, Herr Fischer. Dürfte ich Sie mal anschauen? Ja, aber vielleicht haben Sie manchmal was zu sagen. If by big you mean none, then sure. I caught a lot of big ones today. Let me mourn over my eggs. Okay. Okay. Ew, that guy looks unpleasant. What do you want? I feel like shit. Too much beer, so spare me, please. Just let me suffer. Ja, kein Problem, Mann. That officer looks nicer than wannabe cop David Madsen. Oh ja. Hello, sir. Hi, young lady. You look a little lost. Hungrig, ja. Just hungry and thinking about what to eat. Now that is a real problem at the Two Wells. I can never decide. Joyce's pumpkin pie or grilled mac and cheese. Chloe Joyce David. David würde mich interessieren. Das ist ja der. I guess you're friends with David Madsen. I wouldn't use that word. We know each other. Nur so.
He kinda has a reputation at Blackwell. I have respect for David. He served his country. He found his calling at Blackwell. At the station, we're happy David is exactly where he is. Not everybody can be a cop. Mhm. Allerdings, das ist wohl richtig. So, you know Chloe? Sadly, we all know Chloe down at the station. Poor Joyce. Oh. Just her, she even just got busted with pot in her room. Oh Mann. Keine große Sache, ehrlich. Is that really a big thing? At least she was chilling in her room. How do you know she was chilling in her room? You just said so. She might have been getting high or getting her spray cans ready or whatever. I'd like to think the best of it, but she's now in the Arcadia Bay Police database. Is she a friend of yours? Ach du Scheiße. Ja, eigentlich ist sie ein Friend. I have to go now. Enjoy your breakfast. By the way, one thing I can tell you for certain is to stay away from that RV outside. I usually stay away from sketchy parked vehicles. Wise policy. The guy who lives in it, Frank, is pretty sketchy himself. That's all I can say for now. I should finish up my coffee and get to work. Mhm. Junge, Junge. Also dieser Polizist, der... Nee, den mag ich auch nicht so richtig, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist alles so ein bisschen... Man fühlt sich auch nicht richtig ernst genommen irgendwie. Na gut. Okay, Leute, ich würde sagen, für diese Folge soll es das erstmal gewesen sein. Bleibt mir nur zu sagen, haltet die Ohren steif, habt eine geile Zeit. Euer Tetragamer Marcel. Ciao, Leute.